Ihr habt entschieden, das sind eure Lieblingsszenen aus Staffel 1. Und die schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Herzogin Elisabeth. Das ist Herzogin Helene. Dann seid ihr? Sissi. Herzogin Elisabeth. Ihr habt euch lange nicht gesehen. So ist es. Also ich weiß nicht, das Einzige, woran ich denken kann, ist, dass ich weiß, direkt vor dieser Szene saßen Pauli, Julia und ich so komplett eingecrammt mit unseren ganzen Reifröcken. Nene und Ludovica? Ja, genau. Und ich saßen so komplett eingequetscht mit unseren Reifröcken zu dritt in dieser mini kleinen Kutsche. Das ist eigentlich das Einzige, woran ich denken kann. Ja, stimmt, ich weiß es noch. Eine Sache finde ich richtig geil an der Szene, nämlich dass aus Versehen deine Haare im Wind wehten und es war keine Windmaschine. Es war wirklich der pure Sommer und der Wind wehte gefühlt nur in dieser Szene. Das war extrem krass. Ja, epischer Szenenwind. Und das. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Das war meine Casting-Szene. Wir mussten, um die Rolle zu bekommen, mussten wir erstmal ein Self-Tape E-Casting einsenden, so nennt man das. Das heißt, man filmt sich zu Hause mit dem iPhone. Das ist total absurd. Und ich habe die Szene versucht, in meinem Schlafzimmer nachzuspielen. Und meine beste Freundin war Eha Sophie, Ludovica und Nene und Sissi gleichzeitig. Das war nicht so cool. Hat sie offensichtlich gut gemacht. Ja. Also, ja. War überzeugend. Ja. Aber ich liebe sie auch sehr. Das ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsszenen. Warum seid ihr weggeritten? Warum seid ihr mir gefolgt? Wegen des Gedichts? Mit Verlaub, das geht euch gar nichts an. Weil ich gelacht habe. Richtig. Lebt wohl, Eure Majestät. Das war auch meine Casting-Szene? Ja, meine auch. Okay, also dazu kann man sagen, ungefähr die ersten zwei Drittel dieser Szene waren nicht Dominik und ich. Wir haben zwar reiten gelernt, aber die krassen Galopp-Szenen darf man aus versicherungstechnischen Gründen gar nicht selbst machen am Set, weil es als Extremsport gilt. Da hatten wir Unterstützung von dem besten Stunt-Team, das man sich vorstellen kann, Filmpferde. Und die haben uns auch in der zweiten Staffel begleitet, tatsächlich. Mhm. Kaya war Dominiks Double und wir lieben Kaya alle sehr. Grüße gehen raus. Ja. Ich will euch nichts vormachen, Herzogin. Es wird nicht einfach für euch in Wien. Meint ihr mit Wien nur den Hofstaat? Oder meint ihr damit auch euch? Ich fürchte, ich meine damit auch mich. Dich nicht bewegen. Mhm. Wie schön du aussiehst. Mhm. Danke. Ja, das war auch eine Casting-Szene. Aber das war unsere gemeinsame, also als wir dann eingeladen wurden, also wir hatten vorher separat Videos eingeschickt und dann wurden wir eingeladen und dann haben wir zusammen gespielt und da haben wir diese Szene gespielt. Genau. Und ich weiß noch, dass dieses Diadem, dass niemand wusste so genau, wie man das jetzt wirklich auf dem Kopf platziert, damit das hält. Das heißt, Yannick hat es dann einfach irgendwie so ein bisschen reingedrückt in die Haare. Ja, weil normalerweise macht man es ja mit Klammern fest, aber wir hatten genau, natürlich keine Klammern, weil es super unsexy gewesen wäre. Und dann bin ich einfach für den Rest der Szene so unnormal gerade gestanden, aber man sieht es nicht. Also und magically zauber ich dieses Diadem aus meinem Vorhang her vor. So auch die Frage, wo kommt das her? Ist das in der Tasche? Ist das nicht? Ich hab's einfach. Bin damit erstmal geritten. Nun gut.
Es war sehr schön da in Bayern. Ja. Franz Josef, Kaiser von Österreich, wollt ihr eure Verlobte, Herzogin Elisabeth in Bayern, zu eurer Gemahlin nehmen? So antwortet bitte mit Ja. Ja. Und ihr, Herzogin Elisabeth in Bayern, wollt ihr mit Franz Josef, Kaiser von So antwortet bitte mit Ja. Überdramatischer Moment. Sagt sie Ja oder Nein? Schön war's. Nein, tatsächlich, dass ich liebe die Szene total, aber um euch die Illusion zu nehmen, das war wirklich einfach ein super anstrengender Tag, weil wir am gleichen Tag noch das Attentat in der Taufe gedreht haben, weil wir einen Drehtag diese Kirche hatten. Mhm. Das heißt, wir mussten diese riesige Hochzeit vorm Mittag fertig machen, um am Nachmittag die Taufe und das Attentat zu drehen. Und das war einfach, es ist einfach nur... Mit so vielen KomparsInnen zu drehen, ist wirklich anstrengend. Und in diesem Raum, der sowieso so doll hallt und man muss irgendwie so still sein, damit man irgendwas versteht, das sind tatsächlich die Szenen, die am Ende so super schön aussehen, sind dann die anstrengenden. Und ich meine, du hattest auch nicht wirklich jetzt nicht das bequemste Kleid an. Nee, das war ich glaube, es ist das größte Kleid und das schwerste. Und der Schleier, ne? Und der Schleier. Und dementsprechend das dann auch etwas, was man planen muss, wer trägt wo den Schleier und wo das Kleid. Das ist dann auch immer so eine Sache. Also viel Zeit ist auch da drauf gegangen. Aber es war schön. Ja. Ja. Nee, also ich finde die Szene total schön und ich mag die auch und die hat mir schon im Drehbuch so gefallen, weil dieses Katz-und-Maus-Spiel, wie wir es genannt haben. Das ist einfach richtig süß. Das ist so süß und das zeigt irgendwie so die Absurdität des Lebens am Wiener Hof und das gefällt mir daran. Ja. Und wir haben wirklich ganz tolle KomparsInnen gehabt. Oder, also das sind ja nicht nur KomparsInnen, mein Diener Kettler und deine Zofe, die sind ja auch wirklich so wirklich großartige lettische SchauspielerInnen. War das eigentlich gestaged, das erste Hinfallen? Weiß ich nicht. Ich glaube, eins Schuh. Das war, genau. Ja, ich glaube, dass das gestaged war, das Hinfallen, aber halt nicht, dass das Kleid... Dass der Reifrock rüber... Ja, aber das können wir nicht so viel dazu sagen, weil wir waren ja nicht dabei. Wir waren nicht dabei, aber große Liebe geht an Tanja, weil Tanja einfach so lustig ist und sie will nicht lustig sein, das ist das Ding. Und ich glaube, nur deswegen ist sie so lustig. Ja. Habe ich das wirklich so gesagt? Mhm. Liebe mich. Liebe mich. Trau dich. Mua.
süß. Ja, süß ist die geworden, die Szene. Warten wir nicht alle immer auf den ersten Kuss in einem Liebesfilm? Ja. Haben wir sie lange, lange vor uns hingeschoben. Ja. Ja. Aber es war tatsächlich auch total interessant, durch die Bücher zu gehen und wirklich zu gucken, setzen wir hier einen Kuss oder verzögern wir es? Und was ist unser erster Kuss, unser erster Liebeskuss? Ja, genau. Ja. Voll. Schön. Alles im Studio gedreht. Sieht nur so echt aus. Darf ich um den nächsten Tanz bitten? Ich fürchte, ich kenne die ungarischen Tänze nicht. Ich zeige sie euch. Was wird getanzt? Ihr werdet sehen. Ja, also ich würde sagen, an der Stelle ein ganz großes Dankeschön nochmal an Sonja Bartuccelli, die die ganzen Choreografien gemacht hat, und an die Tänzer und TänzerInnen, die stundenlang diese Tänze mit uns geprobt haben. Die auch tatsächlich wieder am Set in der zweiten Staffel mit uns standen, also die meisten davon. Und Sonja hat auch wieder die zweite Staffel choreografiert und es bringt ganz doll Spaß, mit der zu arbeiten. Ja. Und ein großes Lob an dich, weil dieses Kleid auch einfach riesig ist. Und wir uns immer gefragt haben, wie macht ihr das oder wie machst du das, dass du dich am Ende drehst in diesem riesigen Kleid? Ja, das Lustige ist ja tatsächlich, dass ich es irgendwie geschafft habe, diesen Tanz in dem Kleid zu überleben. Aber Giovanni, der den Graf Andraschi spielt, ist, glaube ich, beim ersten Take, ich weiß nicht genau, auf mein Kleid getreten, ausgerutscht und, glaube ich, aufs Steißbein gefallen, irgendwie sowas, der Arme. Voll. Und wurde in der Woche gedreht, ganz Ungarn, Budaburg wurde komplett in der Nachtsession gedreht. Das heißt, wir waren eigentlich alle komplett müde und wollten nur ins Bett, weil das haben wir so ungefähr um 3 Uhr morgens gedreht. Und das ist echt anstrengend, da noch wach zu tun, obwohl wir alle eigentlich schlafen wollten. Und es war unfassbar heiß. Stimmt, es war richtig heiß. Ja. Ja, war auch nicht schön. Okay. Raus hier! Raus hier! Ich bin deine Frau! Was ist denn falsch mit dir? Unser Kind ist gestorben und du hast nichts Besseres zu tun als... Ich glaube, die hat relativ lange nicht funktioniert. Ich glaube, die haben wir lange geprobt. Ja, die wurde länger geprobt, das stimmt. Weil manchmal ist es einfach so, dass man eine Szene, die total Sinn macht, und ich finde, die macht vorne und hinten Sinn, ne? Also von vorne bis hinten. Und dann steht man am Set und irgendwas fehlt und man weiß gar nicht, was es ist. Und dann muss man einfach, das war eine relativ schwere Geburt. Aber schön, dass sie es in die Auswahl der beliebtesten Szenen geschafft hat. Ja, voll. Freut mich total. Jemanden zu lieben macht uns verwundbar. Wir lieben dich. Was soll das? Wir lieben dich. Hör auf damit! Hör auf damit! Hör auf damit! Hör auf! Wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich.
Ja, da nochmal ein krasses Kompliment auch an dich, Yannick. Weil es für dich so eine emotionale Szene war. Und ich meine, es ist so anstrengend, wenn man so Dinge so oft drehen muss. Und es freut mich total, dass die Szene in den Favorites drin ist, weil ich weiß noch, dass ich mich damit lange sehr unwohl gefühlt habe, weil ich immer dachte, dieser Satz, wir lieben dich, ich weiß noch, dass ich das Gefühl hatte, der kam mir so unpersönlich vor. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss etwas sagen, etwas Persönliches sagen zu Franz, um an ihn ranzukommen. Und der Satz war halt, wir lieben dich. Und ich weiß noch, dass ich damit ganz lange Mühe hatte, weil ich dachte, der wäre so unpersönlich. Deswegen freut es mich total, dass es ankommt. Ja. Und diese Szene ist für Franz natürlich total besonders oder für mich. Ich habe die Drehbücher gelesen und habe mich da tatsächlich mit am meisten drauf gefreut, weil es die Szene ist, die für mich den kompletten Charakter erklärt, in wenigen Minuten. Und das Schwierige war tatsächlich, dass wir die relativ am Anfang gedreht haben. Das war, glaube ich, so in den ersten 2 Drehwochen, als man eigentlich den Charakter noch überhaupt nicht gegriffen hat. Mhm. Und dann so emotional reinzugehen, ist schon, manchmal tut es ganz gut, ins kalte Wasser zu springen, aber das war schon irgendwie eine Herausforderung. Aber ich mag sie auch sehr. Ja. Ich dachte eigentlich, dass bei den Lieblingsszenen, weil das ist meine Lieblingsszene, mein Lieblingsmoment ist, erste Folge, Ende, Verlobungsblumenstrauß überreichen. Mhm. Weil ich zum einen finde, das ist einfach, das ist der Disney-Moment, ja, wenn sich alle mit dieser krass magischen Musik verbeugen, nur sie irgendwie stehen bleibt. Und ich finde auch einfach, dass Pauline, unsere Nene, das so genailed hat. Ja. Weil der Blick in ihrem Gesicht, diese Enttäuschung, diese Verzweiflung, alles zusammen ist so krass, dass ich diese Szene als meine Lieblingsszene auswähle. Ja. Ich weiß gar nicht, was meine tatsächliche Lieblingsszene ist. Ich weiß nur noch, zu drehen mochte ich alles, was die ganz junge Sissy war, weil es viel mit Bewegung war. Mhm. So. Und ich mochte die Szene, du bist im Krieg und ich komme mit diesem Brief. Ah, ja, ja. Und danach. Im Lager. Und danach kotze ich, weil ich schwanger bin. Genau. So diese Streitsache. Das mochte ich auch. Das hat auch zum Drehen richtig doll Spaß gemacht. Und ich glaube, du haust mir auch ein. Ah, nee, du nennst mich eine Hure oder ja, irgendwie sowas. Ja, ja, das finde ich auch eine ziemlich coole Szene. Ja. Dieser ganze Bogen. Stimmt. Der hat Spaß gemacht zu drehen. Voll, auch total. Das war cool. Ich mochte. Ah, deine Wasserszene. Ja. Also ich habe einmal im Meer gedreht, eine Szene. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Und da kann man sich, glaube ich, auch freuen, weil das ist am Strand mit Sonnenuntergang und im Kleid. Und ich kam mir vor wie irgendwie so eine Prinzessin, eine Nixe, irgendwie so. Und es gab auch eine Szene, lustigerweise ich weiß gar nicht genau, warum die zu meinen Lieblingsszenen gehört, aber ich weiß noch, dass es für dich mega hart war, weil du ganz kurz vorher krasse Textänderungen bekommen hast, die auch noch so, ich sag jetzt mal, Political Talk war, also wirklich nicht ein schwieriger Text zu lernen, und der kam ganz kurz vorher für Yannick. Ja. Und es war für dich eine extrem harte Szene. Horror. Ja, ich weiß es noch, aber irgendwie ist mir die Szene an und für sich total positiv geblieben. Ja, weil sie jetzt im Schnitt ist sie auch richtig gut geworden. Tatsächlich. Ja. Das hat sich nicht gut angefühlt. Ja. Ja, und für Franz bedeutet es ja, wieder in den Krieg zu ziehen. Diesmal steht er auf dem Feld gegen die Preußen. Und das war noch mehr Choreo und die ganzen Stunt-Choreos zu lernen und an diesem Drehort zu sein. Das war schon wirklich irgendwie, das war Abenteuer pur. Das war wieder sehr cool. Yep. Ja, vielen Dank fürs fleißige Sissy-Schauen und fürs Abstimmen. Und ich bin schon total gespannt, welche Lieblingsszenen aus der zweiten Staffel auf uns zukommen. Seid ihr bereit für eine kaiserliche Audienz? Sissy und Franz laden euch ein zur zweiten Staffel von Sissy. Ab dem 16. Dezember auf RTL+. Mehr Videos findet ihr bis dahin auf dem RTL+-Kanal. Also lasst gerne ein Abo da.